Unleash the Beast. Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Wir machen jetzt weiter. Vika hat mir gerade gesagt, man kann von dem komischen Samurai das Schwert bekommen und von dem Typen, der mich jetzt gerade umgebracht hat, der mit mir die Klippen runtergefallen ist, von dem kann ich auch das Schwert haben oder das Beil. Und jetzt ärgere ich mich, aber er hat mir jetzt gesagt, er kann mir das Schwert, also die Katana, die heißt Ushi-Katana, kann er mir geben? Was macht er? Ich höre mich komisch. Also, der hat mich so komisch angebrüllt. Aber wie willst du mir die denn geben? Ah, das Gift, ne? Bam! In deinen Rücken, du hässliches Vogelfieh, du. Divika! Oh, Entschuldigung. Nein! Okay, sorry. Ich hatte gedacht, du meinst die die Katana. Sorry. Aber das kann man halt leider nicht immer am Namen direkt feststellen. Also Vika könnte natürlich auch irgendein Anime-Charakter sein. Oder sowas ähnliches. Ne, da tut mir natürlich dann leid. Aber wie möchtest du oder könntest du mir denn die Dings geben? Die Katana. Ach, über online wahrscheinlich, ne? Also, Leute, merkt euch das, die Vika. Ne? Wie die Viper. Er ist pink und cool. Wer ist pink und cool? Deine Schrift? Die Vika. Ich weiß nicht, bei Twitch bin ich halt noch voll der Noob drin. Ne? So, okay, wir laufen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zu unseren Seelen. Ich bin leider mit dem Vieh da runtergefallen. Mega ärgerlich. So, wir gehen jetzt mitten rein. Du bleibst hier schön am Boden. Da, wo ich dich sehen kann. Au, au. Keine Ausdauer. Keine Ausdauer. Ich bin gut. Ohne Scheiß, ich verstehe mich manchmal selber nicht. Ich habe im ersten fucking Part von Dark Souls 3 gesagt, oder im zweiten, erstens rennt niemals ein Gegner vorbei und zweitens rennt nicht in Gegnern rein. Und was mache ich? Renn volle Ölle in die Gegner rein und verpasse meine ganzen scheiß Seelen. Ich bin so stupid. Ich halte mich an meine eigenen Regeln nicht. Das ist sehr, sehr töricht und dumm von mir. Okay, die lasse ich jetzt aber in Ruhe. Ich denke mal nicht, dass die mich so weit verfolgen hier. Ich würde es auf jeden Fall hoffen. Immer gut, Seelen habe ich jetzt sowieso nicht mehr, die ich hier zurückholen könnte. Kann das sein, dass das Schwert verdammt viel Ausdauer braucht? Okay, das eine Vieh ist jetzt verwandelt. Okay, aber viel stärker sind die dadurch auch wieder nicht. Ärgerlich mit meinen Seelen, aber egal. Ja, dann komm her. Ne? Dann mach ich dich kaputt. Okay, ich krieg nochmal einen Beichtstein. Okay, wenn du mir das geben kannst, dann ist das natürlich geil, ne? So, dir springe ich nicht hinterher. Nicht nochmal. Okay, da habe ich eine Glut bekommen. Das ist geil. Ich höre immer noch einen Laufen. Oder bin ich das? Ja, alles gut. Okay. Ja, theoretisch kannst du mir das geben. Brauchst aber eine Glut. Ja, eine Glut... Ne, da unten ist ein Feuer. Ich gehe erst zum Feuer. Aber da stehen da so zwei so Hampelmänner. Sind die Freund oder Feind? Ich denke, die sind Freund. Da sind Nachrichten vor. Aber die Nachrichten können auch baiten, ne? Alles cool? Männer? Reden. Oh, dann ist ein Freund. Oh, how das ist auch do? Eine Frau. I am Anri of Astora. Unkindled like you.
This is Horace, a friend and traveling companion. Look it up, Horace. Are you too in search of the Lords of Cinder? Azir. We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farren Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. Yeah, lass uns zusammen. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. Ja, Mann. May the flames guide your way. Ja, Mann, ich werde euch helfen. Easy. Oh, yes, Horace, he's not very talkative, but don't think ill of him. He's an upstanding, kind-hearted knight. Fine. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. Okay. We are well along the road of sacrifice. Ja, jetzt sagen die immer dasselbe. Ja, ist okay, ist okay, labern mich nicht voll. Oh, Feuer anmachen. Muss in der Einstellung Netzwerk und dann ein Passwort eingeben. Okay, dann kannst du sofort mit in die Aufnahme reinkommen. Das ist ja krass. Halbfeste. Okay, hier sind halbfeste und halblose. Der Baum sieht irgendwie ein bisschen eigenartig aus, aber kann ich nichts machen. Ich spalte dich, ich bin Jesus, dein Gebieter. Kaputt mit dir. Nein. Berühren. Geralt. Bist du Geralt? Dieses Phantom beschwören. Bist du Geralt? Ich beschwöre Phantom. Ach, ich habe keine Cam, da brauche ich gar keine Faxe machen. Okay, ich habe dich jetzt beschworen. Oder? Geralt? Are you there? Du siehst aus wie der Typ von The Witcher. Geil, wie mache ich das? Ich will das auch können. Ich will dich nicht hauen, aber wie mache ich das? Ich will das auch können. Tu, dass es das auch macht. Dude, wie geht das? Ich habe das gerade irgendwo gefunden. Nachricht? Nein. Wie geht das? Ich möchte das auch können. Gegenstand nehmen. Oh, Ushigatana. Geil. Ey, vielen Dank, Mann. Jetzt muss ich mal gucken, aber wie macht man das mit dem Dings? Mit dem. Wo ist das Schwert? Wo ist das? Da, Ushigatana. Aber die ist jetzt noch schlechter wie meins. Aber ich will die haben. Ich benutze sie mal. Oh, geil, Alter. Ich habe ein Samurai-Schwert, Mann. Geil. Ja, mit dem Angriff hat er mich immer gefistet. Aber wie mache ich jetzt diese komischen Finstergeist von... Ey, hier kommt ein Wizard. Beschütze mich. Helf mir. Achso, muss ich noch aufleveln, okay. Aber dann ist da, glaube ich, das schwerste Spiel... stärkste Schwert wieder, ne? Ey, hier kommt irgendwo ein Wizard, ne? Der ist bestimmt böse zu mir. Alter, du hast voll den geilen Umhang, Mann. Alter. Ey, da ist er. Ey, der macht mich tot. Ich schwöre, der macht mich tot. Macht den tot. Ja, boxt euch. Oh, guck mal, der hat gezaubert, Alter. Darf ich dir helfen? Nein, nee, der macht mich tot. Ey, da unten ist noch einer mit dem Baum, Alter. Aber wieso, wie kam der jetzt an mein Passwort ran? Hier, Junge. Friss das, Bitch. Der macht mich kaputt. Ey, Hilfe. Haha. Gebaitet. Ich hab baitet, Alter. Finstergeist zerstört. Bitch. What the fuck? Geil. Voll als Schutzschild benutzt. Und dann gebaitet. Easy. Junge, verschwinde. Was habe ich jetzt von dem Geist gekriegt? Nix, ne? Aber ich muss mich aufheilen wieder. Okay, aber wir müssen jetzt... Hier ist noch ein Geist. Ich kann das Feuer gar nicht benutzen. Also wie kann man das jetzt wieder auflösen? Beziehungsweise wie kann ich... Ah, guck mal. Ich kann's. Hi. Fett.
Verbeugen. Okay. So, und wie können wir das Ganze jetzt wieder quasi auflösen, dass ich weiter aufnehmen kann? Also ist jetzt nichts dagegen, dass ich nicht mit dir spielen will oder so, aber what the fuck? Du kannst Sachen, Alter. Was kann ich denn so machen hier? Gar nichts. Toll. Okay, du bist jetzt in deiner Welt wieder. War auf jeden Fall geil. Und wie, jetzt muss ich das einfach nur wieder ausstellen, ne? Aus. Okay. Enter. Ach ne, ist aus. Okay. Cool. Das war auf jeden Fall mega nice. Dass du mir erstens halt mit dem komischen Finstergeister und dass du mir das Dings gemacht hast, das Schwert gegeben hast. Ach, ich wollte nicht raus. So, zurück. Verlassen. So, wir machen jetzt weiter. Also vielen Dank, Mann, Vika. Vielen Dank, Frau, Entschuldigung. Also der Mann war jetzt nicht auf Geschlecht bezogen, sondern auf einfach so Redeart und Weise. Ne? So, Leute, wir machen jetzt weiter. Wir haben jetzt gerade hier so ein bisschen online gematcht. Ein bisschen online gedizzle gemacht. Und ich werde davon auf jeden Fall ein bisschen was rausstellen. Die habe ich gerade schon gesehen. Die machen ein bisschen bäh. Die machen einen Scheißdreck. Die können ihre Bäume verlängern. Und treffen mich auch noch voll damit. Alter. Halbe Leben. Wow. Mistsack. Alter. Komm mal rein, Junge. Irgendwann hat man dir zu falsches zu essen gegeben. So, aber ich habe jetzt auf jeden Fall Ushigata, Ushikatana, Ushi, willst du das Schwert nicht mal aufleveln? Mache ich später. Ich level das gleich auf, wenn ich das nächste Mal zu dem komischen Händler gehe, zu dem Hauptdings, weil ich habe jetzt auch noch keine Seelen. Ich muss dann auch noch die Knochensplitter da verbrennen, dass ich dann plus 1 habe. Okay, den Wald mag ich nicht. Oh, da unten sind ziemlich viele. Und ich höre irgendwie so einen Löwen oder sowas. Das ist gefährlich, denke ich. Was ist das da? Das ist bestimmt nicht lieb. Ach, das sind so komische Giftpilze, ne? Ja, die habe ich schon mal gesehen. Okay, aber die sind einfach, glaube ich, auszuweichen, ne? Da hinten krabbeln. Bäh, da ist was ganz Großes. Auf jeden Fall vielen Dank, Vika. Und Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare. Dankeschön an Vika. Für das Ushigata. Ushigatana. Oh, hier habe ich eine Picke. Ich kenne nur Picke vom Fuß her, vom Fußball. Kann ich hier drin laufen? Ja, okay. Aber hier wird mit Sicherheit irgendwas mich greifen oder so, ne? Ja, das Spiel ist ekelhaft, deswegen. Was war das? Das ist so Blue Flag. Okay, hier sind komische Kreuze. Hier sind noch ein paar. Uäh, hier sind ja ganz viele Dudes. Mit der Äste. Komm her. Da, du piekst mich von hinten. Kann ich keinen Backstep mit dem, aber mit dem Schwert? Doch. Haha, geil. Aber ich hatte gedacht, der macht dann irgendwie einen anderen Move oder so. Der gluckert da noch vor sich her. Was ist denn hier oben? Ich glaube, die gehen kaputt und explodieren dann oder so, ne? Ne, doch nicht. Eine kleine Titanitscherbe. Einmal ein bisschen heilen. So. Ich hatte aber eher gedacht, die explodieren. Da ist einer, so ein giftiger Typ. Deine Titanitscherbe. So, ihr komischen kleinen Steinpilze.
Wieso drehe ich manchmal zu Uhr zwischendurch so? Warum leuchtet das hier so? Okay. Zwillingsdrachen-Großschild. Mm. Delicious. Aua. Okay, ich gebe. Aua. Der Wald ist eklig. Ich mag den Wald jetzt schon nicht. Da ist noch ein Dude. Ja, genau. Hasse Hunde, ne? Ich hasse in dem Spiel sowas von Hunde. Und die hasse ich auch, die haben Bäume in der Hand. Gib dem. Boah, war da close jetzt, ey. Warum bringt mir mein Zeug so wenig? Also mein Estus. Zeugs. Okay, lass mich raten. Hier ist nirgendwo in der Nähe ein Feuer. Ich gehe lieber zurück. Das ist mir ein bisschen zu heikel hier. Die verstecken sich nämlich gut, die Viecher. Mistige Biester. Ey, da ist noch einer. Der hat da gechillt. Ich habe mich verlaufen. Wo muss ich hin? Ah, da ist noch einer. Lass mich, lass mich, lass mich. Ich will das nicht. Ich möchte nicht von dir angegriffen werden. Okay, und dann gehen wir mal die Ushigata hoch. Und dann flitzen wir durch den Wald. Machen alles tot. Und dann müssten wir eigentlich mal so langsam zum ersten Aschefürsten, oder? Weil das Spiel hat irgendwie 10 Stück oder so. Keine Ahnung, wie viele Throne. Stühle sind. Keine Ahnung, wie viele Stühle da sind. Da ist eine neue. Die ist neu hier. Welcome home, Ashen. Kann ich ein Level aufsteigen? Weiß ich gar nicht. Nein, kann ich nicht. Also kann ich gleich schon, ja, aber dann muss ich erstmal Seelen ausgeben. Erstmal quatschen wir mit der alten hier. Wo ist sie denn her? I am Ciris of the Sunless Realms, former servant of the Divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. I doubt we've much to gain from blessing. Okay, warum sitzt sie dann bei mir in meiner Hütte? Okay, der erste ist ganz in der Nähe. So, ich verbrenne jetzt erstmal hier das Zeug, was ich da hab. Untotenknochensplitter verbrennen. Hier, bam, nimm das Feuer. Puff, Junge. Stufe 2. Alles klar, habe ich noch einen? Nein. So, jetzt sind meine Flakons auf plus 1. So, jetzt können wir das Schwert skillen. Ist das Eisschwert denn auch gut, wenn ich das skill? Von dem, by the way, auch meine Waffe. Von welchem? Von dem ersten Fürst? Well, what the fuck, echt? Krass. Verstärken. Waffe. Wo ist die Ushigata? Da ist die Ushigata. Wie viel hat denn das Eisschwert jetzt? Gerade? Da. Guck mal, das hat aber ein besseres Scaling, glaube ich, oder? Wie die? C und E und das hat D und D. Aber ich denke mal, das Ushigata geht schon ab, ne? Okay, jetzt kann ich das nicht mehr skillen. Funkeltitanid brauche ich dafür, aber hoho, Funkeltitanid ist glaube ich selten, ne? Von dem Fürst, der kommt. Oh, oh, oh. Also heißt, der kämpft aber auch mit der Waffe, ne? Dann habe ich jetzt schon wieder Angst. Okay, ich habe keine Flakon. Halt's Maul. Lass mich in Ruhe. Okay. Den Schlüssel da, den kann ich mir noch nicht kaufen. Ich kann jetzt hier diese Seelen noch benutzen. Ja. Achso, der Katana hat auch Crit. Ja, Crit und Blutung, ne? Der Katana hat Crit und Blutung, Leute.
Weißt, deswegen ist das besser wie das Eis. Aber wobei das Eisschwert kann das auch die Gegner jetzt einfrieren? Habe ich jetzt noch nicht so sonderlich drauf geachtet, aber ich glaube nicht, ne? So, und die letzte Seele, die hier benutzen wir auch noch. So, jetzt haben wir erstmal nochmal ein Level am Start. Ich muss hier voll aufpassen, ich box die immer, die NPCs. Ich mach Geschicklichkeit. Oh, ein Punkt nur. Ne, dann mache ich erst Ausdauer. Kondition. Okay. Wofür brauche ich eigentlich FP? So, verlassen. Naja, ist gut. Halt's Maul. Okay. Auf dem zweiten Thron von links. Hast du die Bossseele? Ja, die Bossseelen habe ich noch. Da habe ich einen Fehler gemacht bei Dark Souls 2. Da habe ich die alle einfach so weggehauen. Ich war halt gut drauf. Ich habe die einfach alle weggehauen, weil ich mir gedacht habe, geil, Seelen, nice. Bei dem war ich schon mal, aber der hat mir nur Bullshit erzählt. Bei dem alten Mann. Gibt der mir irgendwas Interessantes noch? Aber bestimmt nicht jetzt, ne? Achso, warte, ich muss die Ushigata noch auswählen. Ushi! Du kleine! Piep! Okay, Ushigata, Mann. Let's go, du Baumschlingel. Komm her. FP ist Mana. Okay, ja, brauche ich eigentlich nicht. Bin ja ein Schwert-Dude. Zack! Du bist RIP, mein Freund. Zack, Mann. Yes, baby. Welcome back. Hier sind so viele Viecher, ne? Weiß ich, glaube ich, laufe jetzt erstmal komplett nach rechts. Nach links. Entschuldigung. Rechts, links ist nicht mein Ding. Ah, ich liebe Katana. Ich bin ein Freund von Katanas. Das ist der Händler mit den Seelen. Okay, bei Dings war das ein anderer Typ. Ey, der macht Gift, Junge. Renn da raus. Hau ab. Auf Abstand mit dir. Vergiftung. Ich hab's gewusst. Wie viel zieht mir dort ab? Nicht viel, ne? Okay, ist wirklich nicht viel. Aber wie lange bin ich jetzt vergiftet, ist die Frage. Ey, nach dem Baum, Mann. Aber warte mal, habe ich ein Gegengift? Ich weiß nicht, wie viel Gift mir das jetzt wirklich zieht. Ich habe kein Gegengift, ne? Ah, okay. Ja, das ist gut zu wissen. Dann gehe ich da gleich mal zu dem hin. Wie lange bin ich denn jetzt vergiftet? Da ist so ein... Warum ist da so ein lila Ding? Zack, Mann. Stirb. Warum ist hier so ein lila Ding? Nee, ich will keinen rufen. Hau mal rein. Was macht er da mit seinem Baum? Er baut da was. Warum konnte ich den nicht backsteppen? Was geht da ab? Weiß nicht, ob ich hier runterspringen sollte, aber ich mach's jetzt einfach. Eine Estus-Scherbe, jawohl. Nice. Das finde ich sehr geil. Das macht mich sofort horny. Und vorne sitzt irgend so ein... Hier auch. Scheiße, jetzt habe ich dein Item nicht gelesen. Das ist ein Feind. Der ist verdammt groß, Mann. Und der flippt aus. Komm runter. Beruhig dich. Okay. Weiß jetzt nicht, was der mir gegeben hat da gerade. Habe ich jetzt nicht gelesen.
Da oben touren, glaube ich, nur Gegner rum. Eine Seele. Aber ich will jetzt auch nicht so viele Flakons hier weghauen. Okay, hier komme ich rein. Oh, Gate? Oh, hier sind ein paar. Ey, hier will doch bestimmt einer verwandeln, oder? Okay, die verwandeln sich nicht. Da war einer mit dem Hut. Ey! Fuck, das ist Gandalf! Gandalf, der Graue, ist am Start. Wo ist Gandalf? Gandalf, Junge! Hör auf, hier zu zaubern! Dann zauber ich den Ring um die Augen. Ah, keine Ausdauer. Kurva. Okay. Ihr kleinen Schwann. Ich mach mir schnell eine heiße Schokolade. Oh, ja. Mach dir eine heiße Schokolade. Mach das. Und guten Genuss. Stab des Ketzers. Yeah. Bin zwar kein Zauberer, aber vielleicht werde ich mir hier auch wieder einen Zauberer machen. Im Nachhinein. Okay, hier ist nix. So, Leute, wir sind jetzt seit 30 Minuten dran. Ja, wir machen noch so 5 Minuten und dann mal gucken, wie viel ich hier rausstellen kann. Hier brennt irgendwo was. Da ist einer mit Schild und Speer. Oh. Ja, gib mir noch mal, Mistmade. Okay, Dude. Hat der was nach mir geworfen? Ne, da ist ein Bogenschütze. Achso, da kann ich nur da runterspringen. Hier geht's nach oben. Hier ist nichts mehr, okay. Das ist irgendein Typ, mit dem kann ich, glaube ich, reden. Oh, der zaubert da eine Runde. Okay, das ist ein Dude, mit dem kann ich reden. Das mache ich aber gleich dann erst. Jetzt habe ich wieder Gandalf getriggert. Da hinten sind zwei Gandalfs. Und hier war so ein Schweinepriester. Ja, stech mich durch die Mauer, Alter. So liebe ich ja in dem Spiel, ne? Zack, Junge. Natürlich trifft er mich. Okay, ein Gandalf nach dem anderen. So, ersten Gandalf habe ich. Er hat mir nochmal eine Picke gegeben. Wow. So, der zweite Gandalf ist auch RIP. Da ist ein Loch im Boden. Das sieht übel aus. Gehen wir erstmal hier lang. Was ist hier oben? Da ist ein Item. Okay, weiß ich, komme ich gleich dran. Da geht es wieder weiter nach oben. Okay, dann quatschen wir jetzt erstmal mit dem NPC. Oder ne, Leute, wir machen das so, ich gehe da hoch zum NPC. Wo war der? Hier. Ja, wir gehen erst zum NPC, weil ich muss mal ganz dringend pipi. Heißt, wir gehen zum NPC, chillen eine Runde und im nächsten Part quatschen wir dann mit dem und holen uns das Item. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir eine Bewertung da und ich sag, bis gleich, haut rein.